Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück bei Lübu in Total War Three Kingdoms. Wir müssen diese Kupfermine jetzt hier versuchen für uns zu gewinnen. Bin mal gespannt, ob das jetzt hier so ohne weiteres geht. Wir haben auf jeden Fall eine gute Chance, das mit dem Pyrus-Sieg hier zu erledigen. Ich gucke, ob sie die Kapitulation annehmen. Nein, tun sie nicht. Und was sagt das jetzt hier? Es ist halt wieder eins von den Teilen. Haben wir früher schon häufiger gemacht, ne? Wird bestimmt witzig. Wie ein Zahnarztbesuch. So. Wurzelbehandlungen sind ein Scheiß dagegen. Ich realisiere gerade eben, dass ich hier noch Truppen zu Kaiserlichen machen möchte. Die beiden vor allem. Sollte ich zu kaiserlichen Truppen machen, aber dafür fehlt mir momentan die Kohle. So, was kann ich denn jetzt hier reinmachen? Na, das kann ich mir sparen. Noch Türme am Start. Feuergeschosse. Feuergeschosse. Ja. 1, 2, 3, 4. Hier geht jetzt mal das Nummer 1 dahin. Hier als Nummer 2 auf die Seite. Das klappt eigentlich meistens ganz gut. Hier als Nummer 3 dahin. Hier seid die Nummer 4. Versteckt euch hier. Ja, und schauen wir mal, wie wir das Ganze hier machen wollen. Keine automatischen Feuerlaubnisse. Und jetzt versuche ich, Türme auszuschalten. Oder könnte man auch einfach Einheiten versuchen auszuschalten. Wir haben Stufe 10. Vielleicht klappt es ja. Einfach mal eins und Schuss drauf. 27%. Ja, der Feuerschaden hat gereicht. Das Ding hier brennt ab. Vielleicht schaffen wir das jetzt hier insgesamt viermal am Stück und dann bin ich glücklich. Ja, sieht momentan gut aus. Damit kann ich arbeiten. Holla, die Waldfee. Das brennt jetzt auch schon instant. Die haben halt echt ihren eigenen Scheiß angezündet, ey. Bin beeindruckt. Das Ding brennt ebenfalls. Ja, jetzt kann ich dahin schießen. Das gönne ich mir jetzt hier gerade eben. Also im Grunde sind wir schon drin. Ich glaube, es wird eher ein Zahnarztbesuch für sie. Das ist nur so eine Vermutung gerade eben. Eieiei, da schlägt ganz schön was ein. Mhm. Kann ich ihm eigentlich auch sagen, feuerfrei, ne? Ich hoffe, dass er da einballert. Nein, der schießt natürlich wieder ganz woanders hin, als ich möchte. Ein paar schöne Treffer machen wir jetzt hier gerade eben. Probier es doch mal so. Ich bin nämlich nicht ganz sicher, ob es nicht sogar wirklich so ist, dass die normalen Artilleriegeschosse inzwischen jetzt mehr Schaden machen als die Feuergeschosse. Ja, sie senken die Moral. Aber der Explosionsbereich ist halt lächerlich gering. Sag mal, was macht ihr schon wieder? Bereit machen! Im Einmarsch! So. Jetzt, wo sie nichts mehr machen können, genießen wir die Show. Ihre
Einheit flieht, Feiglinge. Mhm, die fliehen. Das ist das, was wir wollten. Können wir auf die da noch schießen? Ihr schießt noch auf die da. Aber ihr tut's halt einfach mal nicht. Schwertkämpfer bereit! Was machen die denn, diese blöden Bolzenteile, ey? Die machen einfach gar nichts. Sie laufen. Und ich weiß nicht warum. Eigentlich können die auch Balliste schießen. Hat denen wahrscheinlich bloß noch keiner gesagt. Da hat sie wieder was gesammelt. Mhm. Probier mein Glück da. Wenn das jetzt hier volle Kanne reinholzt, dann... Gute Nacht für die Jungs hier. Das wird bald vorbei sein. Genug unnütze Erklärungen. Mhm. Die feindlichen Krieger rennen. Die rennen, das ist gut. Da treffe ich. Endlich schießen die auch. Die Frage ist nur auf was. Sehe ich da irgendwas? Ja, sie schießen. Auf die Kavallerie da. Na, ich möchte, dass sie auf was anderes schießen. Klipp und klar, ich möchte, dass sie auf was anderes schießen. Vor allem auf das da. Du bombst da noch hin. Die sind jetzt weg. Ich will noch auf die da kurz mal ein bisschen ballern. Die sind jetzt auch weg. Schießt auf das da. Da kommt noch was angeflogen. Trifft da oben. Ich weiß nicht, auf was die da schießen gerade eben. Ihr seid bis hierher gekommen, um zu sterben. Euer Schicksal ist es, im Schmutz zu sterben. Die haben sich jetzt hier gerade eben... Die Sprüche, ey. Die haben sich gerade eben unsichtbar gemacht. Ja gut, dann sei es halt so. Mhm. Kannst auch da oben noch den Holzen. Und der Kollege da, ich hab keine Ahnung, wohin der hinschießt. Okay, vorrücken. Demnächst kommt der Moment, wo wir einfach mal auch mal rein müssen. Armbrüste bereit machen. Feuer. Es ist soweit. Marschiert schnell. Das reicht auch schon. Vielleicht schaffe ich diese berittene Säbelmiliz da sogar noch weg. Da flieht der General. Würde man Kriege doch mit Worten gewinnen. Du kannst ihn hier verfolgen, der ist mit schon mal raus. Den kriegen die nicht lebendig zurück. Eine feindliche Generalin ist tot. Was, Generalin? Was? Ihr habt so Geschlechtsprobleme, habe ich so das Gefühl. Ihr wisst nicht so recht, was hier Männlein oder Weiblein ist. Marschiert schnell, Schwertkämpfer. Ist auch noch eine Säbelmiliz. Das Säbelmilizen. Das ist halt das Blöde, die halten einfach alles so viel Beschuss aus. So, jetzt kümmern wir uns um die da. Aufpassen! Einen Schritt näher am Sieg! Los, los! Jetzt vergifte ich den Typen mal ganz schnell hier. Auf sie! Die fliehen schon. Fantastisch. Fernkämpfer hier ran. Achtung! Im Eilmarsch! Muss ich aufpassen, dass ich hier keinen Beschuss kassiere. Es ist soweit.
Du drückst hier noch mit vor. Wir haben ihn vergiftet. Jetzt kann ich ihn niedermetzeln. So, dann schlag mal um dich hier. Was mit dem Jungen noch mal ein bisschen Gift? Zack. Ah, der ging leider daneben. Ärgerlich. Naja, gut, was soll's. Das Teil hier hat noch Munition. Kann es auch mal benutzen. Ihre Einheit flieht, Feiglinge. Die Säbelmiliz hier wird jetzt niedergemacht. Die fliehen ebenfalls. Einen von euch dahin, den anderen auf die Einheit da drauf. Sind wir eigentlich ja schon kurz vor GG bei den Einheiten hier, ne? Da fehlt ja jetzt nicht mehr so viel. Die wollen jetzt hier tatsächlich raus. Das ist nicht so gut für sie. Die sind fertig, okay. Jetzt gehen wir da hoch. Ah ne, Kavallerie hier bitte wieder raus. Da ist nochmal ein General. Moment. Um den kümmern wir uns natürlich. Auch der hat ein Anrecht auf Individualbehandlung. Ach, sogar derselbe Typ. Dann holen wir ihn uns. Die feindlichen Krieger rennen. Da ist eine Menge Kavallerie am Start hier. So, was ist mit ihm jetzt hier? Das ist ein bisschen sauer, habe ich so das Gefühl. Bereit. Wappnet euch. Wir haben noch ein paar Bogenschützen. Die Bogenschützen haben halt zu viel. Na also, die haben immer ein bisschen mehr Munition. So, vorrücken. Vorrücken. Dann können wir da noch draufhalten. Hier eskaliert die Chose jetzt. Immer noch hier dieses Gift. Ich weiß nicht warum. Ich gehe jetzt mit der Infanterie rein. Ihm steige ich jetzt ab. Weil er verbessert die Rundumangriffe der Einser. Oh, die fliehen jetzt alle. Na gut, dann ist es halt so. Ich hatte eigentlich gedacht, wir machen es anders. Attacke. So, jetzt habe ich ihre Moral zum Teufel geschickt. Achtung, Krieger! Haltet euch bereit! Haltet euch bereit! Die rennen auch weg, wir rücken jetzt ein. Munition haben wir hier noch zuhauf. Alle hier durch. Ich möchte euch hier oben haben. Jetzt verstecken die sich hier wieder, ey. Das ist Herz aller Lieb. Euch dahin. Ist das witzig. Ich will euch eigentlich da haben. Moral weg. Zack. Reichweite von Rundumangriffen erhöht. Und nochmal ein Schlag auf den Boden und dann sind sie weg. Die wollen jetzt hier nochmal ausbrechen. Das wird ihnen nicht gelingen. Wir haben gewonnen. So. Das reicht schon. Mit beinahe chirurgischer Präzision klappt es auch besser, als indem man einfach nur draufhaut. Aber ganz im Ernst, ich finde es krass, wie gut dieser die Artillerie geworden ist.
Die war früher nicht so krass. Die trifft jetzt besser. Der Sieg stand nie in Frage. Ich weiß nur, dass es einer meiner größten Kritikpunkte war. Besetzen. Sie hat großes Potenzial. Shu Gong wurde vernichtet. Das ist doof für ihn. Aber ich habe eine weitere Kupfermine mehr. So. Jetzt muss ich nur noch die Salzmine bekommen. Das ist einer der besten Orte für sowas hier. Zack. Gönnen wir uns doch glatt mal hier. Noch mehr Einkommen aus all dem ganzen Klabberadatsch. Machen wir jetzt schon 204 draus. Außerdem haben wir jetzt hier noch ein bisschen Handel. Ich muss gerade mal gucken. Irgendwelche... Aber die Marktwerft. War das nicht das, was ja auch noch Einkommen aus Industrie pusht? Bin mir gerade nicht sicher. Es gab irgendein Gebäude, was noch das Einkommen des Handel und Industrie in Kombination bufft. Das war nicht die Schule. Das war auch nicht die Gaststätte, oder? Bin gerade. Nehmen wir private Werkstätten? Wart ihr das vielleicht? Ja, die privaten Werkstätten waren das. Das Ding brauche ich, nicht das hier. Das heißt, das hier wird abgerissen. Eieieiei. Dann werden wir nächste Runde erstmal wieder ein bisschen weniger Kohle machen. Aber es ist nur zu unserem Besten. So, das ist jetzt hier unser Gu Xi. Das ist ein General. Deswegen, warte mal, wo will ich mit ihm hin? Lähmen. Erhöht die Abkühlzeit von Fähigkeiten. Macht auch Flächenschaden. Und das hier. Bindende Wut. Erhöht, sorgt für Erschöpfungswiderstand. Ja, ich finde Erschöpfungswiderstand ganz gut. Und dann kommt er als nächstes hier noch zu seinem durchaus passablen Skill. So, er hat es hier momentan... Seine Fähigkeiten will ich mir mal anschauen. Er kann mehr Entschlossenheit bekommen, was gut für ihn wäre. Und er kann 60 Rüstung bekommen. Das Ding hat nur 35 Rüstung. Ja, das gebe ich ihm. Jetzt ist er gut gerüstet. Ist natürlich jetzt hier auch ein bisschen langsamer und hat auch weniger Nahkampfangriffsrate. Aber er hat jetzt immerhin 60% Schadenswiderstand. Das finde ich ganz vernünftig. Das Teil hätte nur 50 gemacht. Das wollte ich schon längst mal jemandem geben. Und das hier kann ich ihm auch geben. Noch einen besseren Gaul. Okay, wer verwaltet denn momentan eine Komturei, die dringend wachsen sollte? Hier niemand? Er hier. Wer ist das nochmal? Moment, das ist der... Einkommen aus Landwirtschaft. Aber wir haben ja hier, glaube ich, kaum Landwirtschaft. Gib ihm den da für mehr Wachstum. Gott, ist da viel passiert gerade eben. So, jetzt kann ich mir das Ackerland hier holen. Für den Sieg! Angriff! Das machen wir einfach jetzt hier so. Ich verlange die Kapitulation. Sie sagen nein, also ist es mein. Zeit zu feiern. Lasst den Wein fließen. Und ich bekomme nochmal Unterstützung und habe Jing Mao hier jetzt erstmal gefangen gesetzt. Und der hat eine Berufskleidung. Ja, die brauche ich selbst. Wir können es uns nicht leisten, sie am Leben zu lassen. Ich kann mir vor allem nicht leisten, das Item nicht zu bekommen. Das ist so eher der springende Punkt. Als Einheit aufstellen. Jetzt gehört mir das Ackerland endlich wieder, was ich für teuer Geld mir mal gekauft habe. Und ich habe einen Händler bekommen. Mehr Handelseinfluss, aber nur, wenn der Charakter Erbe, Premierminister oder Fraktionsführer ist. Jetzt muss ich mir mal meinen Premierminister anschauen. Ich hab sowas wie einen Premierminister gar nicht mehr. Das ist äußerst seltsam. Also, ich habe nur noch die Erbin hier.
Töchterchen. Aber dann bekomme ich halt mehr Handelseinfluss. Finde ich gut. Sie braucht hauptsächlich Wissen. Sie noch besser ausweichen kann. Einmal eine bessere Rüstung kann man ihr aber auch geben. Leder des Meisters. Warte mal, das ist zusammen mit der Kriegsklinge, die ich habe. Ganze Armee, 25% mehr Nahkampfschaden. Holy shit. Ey, das ist das Item Z schlechthin für sie. Wow. Einfach nur wow. Gesamte Armee, 25% mehr Nahkampfschaden. Das lasse ich mir gefallen. Ich muss mal überlegen, ob ich hier noch Truppen ändern soll. Ich glaube nicht. Ich könnte höchstens bei... Ja, hier noch was ändern. Ich mag halt diese Armeeaufstellung gar nicht. Moment. Wir haben die Jungs hier. Man könnte... Nee, ich kann mir das nicht leisten. Die kosten mich wie viel im Turn? 120, glaube ich, ne? 150. Nee, aber ich will mehr Bogenschützen. Das ist das, was der Armee fehlt. Und das hier mache ich genauso jetzt. Auch nochmal einen Trupp Bogenschützen. Kann ich mir nie leisten, die Beschützer der Erde. Ja, das spart mir jetzt einen Haufen Kohle. Jetzt habe ich dadurch endlich 5 Bogenschützen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 Nahkampfinfanterie. Ich habe immer noch genügend Nahkampfinfanterie. Und dann ist die Armee jetzt hier einigermaßen bezahlbar. Und die gesamte Armee macht es halt echt unfassbar viel Nahkampfschaden, ne? Hier 25% mehr. Das ist das sucht seinesgleichen und findet's nicht. Er kommt jetzt hier schon wieder an. Lasst euch beugen. Naja, wir regenerieren ja noch fröhlich weiter. Ich hab Zeit. Apropos Zeit, ich kann ja mal wieder was diplomatisch versuchen. Ich kann wieder Leute zwingen. Ja, zum Frieden kann ich sie nicht zwingen. Er will mich jetzt zum Vasallen machen. Ihn da vielleicht? Oder. Ich guck mal, was der sagt. Ach, ihr seid es. Ihn zwingen mit einer Garantie für Autonomie. Dann biete ich ihm hier noch einen ganzen Haufen Essen. 20 Nahrung für 10 Runden, damit komme ich klar. Und dann biete ich noch Zahlung. Guck mal, wie viel ich ihm jetzt hier in den Rachen schmeißen muss. Mein 2700, ob er das auch macht. Nee. Ich muss ihm 2500 geben, dass er das tut. Aber ich hätte einen weiteren Vasallen. Das ist mir wert. Die Knechtschaft entspricht uns nicht. Doch es muss sein. So, Frieden vermitteln. Oh Gott, jetzt habe ich Krieg mit Sun Jie. Naja, gut. Da weiß ich immerhin schon mal, dass es im Süden nicht langweilig wird, ne? Okay, die meisten Abkommen sind unterschrieben. Mhm. Guck ich mal, ob ich mit ihm den Frieden noch irgendwie doch noch aushandeln kann. Er sagt vielleicht. Mal schauen. Wir glaubten euch tot. Er will auf gar keinen Fall Vasall werden. Ja, also er kann, ihr seht, er ist eigentlich von nicht so wirklich abgeneigt, einen Frieden zu machen. Warte mal, wenn ich ihm das hier anbiete. Gegen Höhi auswählen. Erhöht die Chance.
Wenn ich ihm jetzt hier noch Items gebe. Hab ja jede Menge Scheiß. Durch diesen dämlichen Köter und das Schweinderl hier. Ja, nee, das wird nichts werden. Das wird leider nichts werden. Er vielleicht noch dabei, ein Vasall zu werden? Komm zur Sache. Zwingen? Garantie für Autonomie? Items, Items? ...36 Rüstung, 28 Rüstung... Nur noch bei 6,3. Bisschen Nahrung vielleicht noch. Mal gucken, wie viel. Ja. Unsere Flügel wurden gestutzt. Wir müssen einwilligen. Sehr gut. Sehr gut. Na also, und nochmal einen weiteren Vasallen sich geholt. Bin ich zufrieden. Wow, 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 wow. Erstmal runter hier. Ich zu viele Sachen jetzt hier. Also gut, jetzt habe ich Krieg mit Sun Jae. Aber... Der ist hier momentan nicht auf mich vorbereitet. Leidenschaft brennt nicht ewig. Tötet sie alle! Ja, ich gehe jetzt da lang. Er selber ist, glaube ich, schon sogar ziemlich schwach, wenn ich mir das gerade eben so anschaue. Dem geht's nicht so gut, wie ich dachte. Schauen wir mal. Kongrong ist auf jeden Fall jetzt kurz vorm Aus. Sun Tse ist schwächer, als ich dachte. Was ist das jetzt denn hier? Ich weiß nicht mal, wo das stattfindet. Eine Stadt. Oder was? Ja, eine Kleinstadt. Ich glaube nicht, dass sie das gewinnen können. Aber man weiß es nicht. Wir werden es probieren beim nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Schöne Zeit. Tschüssi und Ade.